Moin, Mario hier, willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Eagle Moss, can you see me? Can you hear me? Oder kannst du uns hören, Eagle Moss? Kannst du uns sehen, Eagle Moss? Was da gerade für Gerüchte ablaufen und so weiter und so fort. Ich kann mit den Gerüchten, die da gekommen sind, nicht aufräumen. Ich habe mehr schlecht als recht alles gehört und gelesen und so weiter und so fort. Ich habe versucht, Kontakt aufzunehmen, wie viele andere von euch natürlich auch. Und es gab keine Antwort. Wenn man eine Webseite aufrufen will, kommt Error 404 oder so, wie sich das dann nennt. Dann haben welche gepostet, dass es Danksagungen an die Mitarbeiter, an die Helfer und gibt und so weiter und so fort. Ja, worum geht's? Es geht um den Ektoban. Den gibt's bei mir schon ja eine ganze Weile nicht, weil es da Schwierigkeiten gab, angeblich mit meinem PayPal oder wie auch immer. Und deswegen habe ich schon lange keine Lieferung mehr bekommen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich da auch nicht richtig hintergeklemmt. Vielleicht jetzt im Umkehrschluss, Gott sei Dank, ich weiß es nicht. Aber es geht auch um die Eleanor. Letzte Lieferung war die 26. Habe ich gestern alles still und heimlich verbaut mit einem lachenden und zwei weinenden Augen. Ja, das eine Hühnerauge hat auch mit geheult. Weil, ja, your next dispatch. Die nächste Lieferung. Das sind so Sachen, die braucht man. Und ich hatte ganz kurz die Idee, bei Agora Models nachzufragen, ob man das letzte Paket ordern könnte. Für Scheiben. Ich weiß aber nicht, ob die Heckscheibe die gleiche ist wie bei der Super Snake. Die Fensterrahmen hätte vielleicht gepasst. Was innen drinnen noch reinkommt, ganz ehrlich, ja, der Kanal ist ja nicht für Kinder, ganz ehrlich, drauf geschissen, ob die Kofferraumabdeckung passt oder nicht. Das ist Lachs, das ist Latte, Hauptsache das Auto wäre von außen fertig. Wie gesagt, ich habe gestern 9 Ausgaben verbaut, so still und heimlich für mich alleine. Hier haben wir das Ergebnis. Ne? Das sieht schon gierig aus und geil. Und umso mehr könnte man das Heulen kriegen, dass es erstmal nicht weitergeht. Ich sag mal erstmal. Die Problematik ist die Heckscheibe, die Seitenscheiben und die größte Problematik ist natürlich hier die Heckpartie. Da fehlt ein gravierendes Teil, das ist ja klar. Ja, worum geht es eigentlich? Also ich habe mitbekommen, gelesen, dass Eagle Moss zahlungsunfähig ist. Ja, haben vielleicht auf dem großen Fuß gelebt, wir wissen das alle, ne? Kennen wir. Konnten dann ihre Zahlungsausstände nicht leisten und dann melde ich dann insolvent an. Insolvenz an. Was bedeutet das? Also ich habe jetzt, wie gesagt, versucht, ein bisschen mich ein bisschen zu belesen, mich da durchzusteigen. Es gibt im britischen Recht geht das wohl ein bisschen anders ab. Auf jeden Fall gibt es da irgendwie 5 Stufen. Ob das jetzt stimmt oder so, weiß ich nicht. Ich zitiere, also ich plappe eigentlich nur das nach, was ich bei Facebook irgendwo gelesen habe. Weil andere Informationsquellen gibt es nicht. Es gibt keine. Es gibt einfach keine anderen Informationsquellen. Und da habe ich dann eben gelesen, dass es wohl 5 Stufen gibt und man befindet sich auf der ersten oder zweiten. Und das würde dann bedeuten, dass es dann angeblich irgendwo noch weitergeht. Die Frage ist natürlich, warum informiert man nicht die Endverbraucher, die, ja, wir, uns Achtjährige, uns Schrubenträger-Nutzer, warum werden wir nicht informiert? Ja, weil wir die kleinsten Lichter sind, wir sind diejenigen, die nur zahlen dürfen.
Das machen wir ja auch gerne, wenn wir dann irgendwann auch mal ein Modell fertig bekommen. Ich habe damals seinerzeit ja die Super Snake zusammengebaut und als die Eleanor rauskommt, da gab es gar keine zwei Meinungen. Da gab es überhaupt keine zwei Meinungen und die Eleanor wurde bestellt, geordert und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, ich hätte jetzt trotzdem geheult, auch wenn Eagle Moss mir dieses Modell hätte zur Verfügung gestellt. Aber auch dazu sind sie ja gar nicht bereit, mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit Endkunden. Das machen sie gar nicht. Ja, also so wie De Agostini, Fanhome, Hachette, die machen sowas ja. Na, da halte ich ja nicht unbedingt mit hinterm Berg, aber Eagle Moss macht es nicht. Und trotzdem wollte ich dieses Modell fertig haben. Da es ja kein Nicolas Cage gibt, gibt es aber einen John Wick. Und das hatte ich euch auch schon gezeigt bei der Super Snake. Der hätte da richtig gut reingepasst. Und ich habe gedacht, ich kann mehrere neue Autos präsentieren auf der Modellbaumesse in Ried. Aber so wie das aussieht, wird das wohl nichts werden. Wir müssen uns jetzt in Geduld fassen und abwarten und Tee trinken, was da passiert. Der ein oder andere ist ja schon bis Bauphase 106, glaube ich, gekommen. Das heißt, dem fehlen nur 4 Ausgaben. Das ist ja noch ärgerlicher. Also, weil in der letzten Lieferung kommt ja dann erst die Heckpartie. Alles andere, also man könnte das Auto ja zusammenschrauben und die Türen anschrauben. Das kann man ja alles machen. Und wenn ein paar Sachen dann nicht zu sehen, ja, wie gesagt, wie ich gerade schon vorhin gesagt habe, drauf geschissen. Einfach drauf geschissen. Ihr merkt, dass ich auch ein bisschen ärgerlich bin. Ja, logisch. Wie vielen anderen geht das auch noch so? Das ist doch klar. Das ist sowas von traurig. Und ja, wenn wir wenigstens die Möglichkeit, wir müssen doch irgendwie die Möglichkeit haben, die letzten Ausgaben zu bekommen. Weißt du, da haben noch welche geschrieben, eine Mail, wir haben uns entschlossen, noch 20 Ausgaben, noch einen drauf zu hauen für eine Hebebühne. Ich habe sogar überlegt, scheiß der Hund drauf, diese 20 Ausgaben holst du dir auch noch, weil die meisten gesagt haben, nein, machen wir nicht. Ich hätte sie dann euch schön zeigen können, ob das Sinn und Zweck hat, dass die Eleanor da auf der Hebebühne steht oder nicht. Ja, shit happens. Es ist einfach nur traurig. Eagle Moss, gib dir doch einfach mal einen Ruck und informier uns, wie es weitergeht. Ich sag mal so, vielleicht, um das Ganze zu beruhigen, weil ist ja klar, Unwissenheit ist natürlich kacke. Wenn man nicht weiß, warum, wieso, weswegen, und dann ist doch klar, dass man möchte wissen einfach, wie es weitergeht und ob es weitergeht. Und nichtsdestotrotz, wie viel Geld das am Ende gekostet hat. Deswegen haben wir bis dato Bauspaß gehabt, außer den letzten 9 Ausgaben gestern, die ich dann verbaut habe. Mit dem Wissen, das geht nicht weiter oder erstmal nicht weiter. Ich, wie gesagt, alles, was ich hier sage, entbehrt jeder Grundlage. Also ich habe das alles nur von Gerüchten. Ich möchte einfach mir hier nur ein bisschen Luft machen. Und vielleicht gibt's ja irgendeinen da draußen, der irgendwo jemanden erreichen kann, der da was zu sagen hat. Ich gehe davon sogar aus, das haben auch viele schon geschrieben, die auch davon ausgehen oder die sich das denken, dass die Teile schon fertig produziert sind. Dann könnte man sie doch ausliefern, sagen denn viele. Aber ich sage jetzt mal so, jemand sagt zu mir, Mario, bau mir doch mal ein Schiffchen. Jo, sage ich, können wir machen, wir werden uns einig und so weiter und so fort. Und er zahlt die letzte Rate nicht. Dann könnte er das Schiff ja bekommen und die letzten 3 Segel nicht oder was weiß ich. Aber nein, dann bekommt er das ja das ganze Schiff ja nicht. Und so wird das hier auch sein. Die werden das produziert haben, die Bauteile, werden das alles fertig haben. Und werden dann sich sagen, wenn wir kein Geld bekommen, dann schicken wir die Ware ja gar nicht los. Dann, soweit wie ich weiß, ist ja
hat Eagle Moss seine Container, die wurden über Shanghai umgeschlagen. Und Shanghai hat aber sehr lange Zeit den Hafen dicht gehabt. Vielleicht gab es da ja Probleme, weil die Lieferungen ja nicht losgegangen sind, weder bei der Eleanor oder auch beim Ecto One. Gerade den Ecto One, da ist ja am meisten Betrieb. Bei der Eleanor ist ja komischerweise, halten sich hier alle noch ein bisschen weiter zurück. Obwohl, ich sage jetzt mal so, die Eleanor ist ja fast fertig. Sie ist fast fertig. Dass die vielleicht dadurch in Schwierigkeiten gekommen sind, weil sie ja das Geld nicht abziehen konnten, weil sie die Ware ja nicht hatten, weil die in Shanghai festhing. Wer weiß, vielleicht liegt das da dran, keine Ahnung. Und vielleicht hat man zu knapp kalkuliert oder zu knapp gepokert. Vielleicht hat man das Geld, was man verdient hat, ausgegeben. Vielleicht ist da auch einer mit einem Koffer losgegangen. Ne? Das hört man ja auch des Öfteren, dass sich einer einen Koffer vollgepackt und in so einen Aktenkoffer passt eine Menge Kohle rein. Ne? Wenn das alles grüne Scheine sind. Ne? Da passt eine Menge rein. Und ja, es ist traurig. Es ist wirklich traurig. Ja, wenn das was Ernstes mit im Leben zu tun gehabt hätte, dann könnte man jetzt heulen. Ich meine, ich laufe jetzt hier nicht himmelhoch jauchzend durch die Gegend. Ich bin schon traurig, dass ich den nicht weitermachen kann. Bloß davon bricht jetzt die Welt nicht zusammen. Aber das ist natürlich ein harter Schicksalsschlag, was Partworks angeht. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich eine Lanze brechen. Also ich weiß ja nicht, ob irgendeiner von euch das schon mal erlebt hat. Aber das ist wirklich das. Diese Befürchtungen gibt es ja irgendwo immer. Für Partwerk-Neulinge, die sagen dann, wird so eine Serie auch bis zum Ende geführt. Und ich hatte immer gesagt und habe auch immer gesagt, ja natürlich, kein Problem, weil ich es ja auch gar nicht anders kenne. Wir kennen es ja eigentlich gar nicht anders. Nicht eigentlich, das ist ja ein blödes Wort eigentlich. Wir kennen es ja gar nicht anders. Sind bis jetzt immer alle Sammelserien bis zu Ende gegangen. Dass es das ein oder andere Problem mal gibt, das ist ganz normal über diese lange Zeit, alles unproblematisch. Glaube ich, zu 100% auch noch nicht erlebt. Also irgendwo gab es immer mal was. Ein fehlendes Teil, falsch gepackte Lieferung, das liegt ja an mehrerlei Gründen. Dann verspätete Lieferung, weil, naja, wir wissen ja, dass über einen 2, 3, 4 Jahreszeitraum kann immer, 4 Jahre ist jetzt Quatsch, aber über 2, 3 Jahre, 2,5, 3 Jahre, kann natürlich immer viel passieren. Nichtsdestotrotz, ja, wir drücken alle ganz fest die Daumen und wenn irgendjemand von euch da draußen fundierte Informationen hat, wie es vielleicht weitergehen könnte oder wen man anschreiben kann, wie gesagt, ich hab's, vielleicht macht ihr das auch per E-Mail. Ihr habt ja alle mal zwischendurch E-Mails bekommen von Eagle Moss, ne? Kaufen Sie noch das extra, kaufen Sie jenes extra, vielleicht hat man auch kalkuliert mit Sachen, mit diese Extras, die immer viel Geld gekostet haben. Wo sie dann gesagt haben, ne, das hauen wir mit in eine Planung rein. Aber sie haben vielleicht auch nicht damit gerechnet, dass so viele Sachen wieder zurückgeschickt werden oder abbestellt werden, wo sie dann kein Geld mit verdienen konnten. Weil wir wissen, dass ganz viele Geschenke oder Extras ist einfach nur Plunder. Das ist wirklich so. Oder billig gemachtes Zeug, was man sich gar nicht unbedingt hinstellt. Ja, wie die Uhr von der Eleanor, jetzt so von Weitem sieht sie schon nicht so schlecht aus. Aber ja, was dahinter steckt, ist Plünkram. So nennen wir das, ne? Und vielleicht hat man sich damit auch kalkuliert, dass man vielleicht gedacht hat, da kann man die Kunden noch mehr das Blut aussaugen. Ich verfall schon wieder in Ungerechtigkeiten vielleicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hätte ich, nochmal darauf zurückzukommen, hätte ich immer gesagt, dass Sammelserien immer bis zum Ende geführt werden. Und das beste Beispiel ist Hachette. Na, also da kann man erhaben drüber sein, das funktioniert immer. Wie gesagt, dass es das ein oder andere Problem gab. Selbst bei Fanhome hat sich das alles so langsam eingepegelt. Natürlich gibt es da auch der ein oder andere Holperstein.
da ist dann, ne, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt in den Videos, beim Modelle zusammenbauen hat der Modellbauer, also haben wir immer viel Geduld, aber wenn es darum geht, auf eine Lieferung zu warten, da haben wir überhaupt gar keine Geduld. Ne? Wir gucken jeden Tag raus, das geht mir wirklich oft so. Sag mal, heute müsste der Postbote doch eigentlich, der müsste doch noch kommen. Und dann ne, bei Facebook, ich habe eine Lieferung von dies oder jenes bekommen. Und ja, wieso war der heute bei mir nicht? Hat der keinen Bock oder was? Doch, der hat Bock und der will auch seine Arbeit machen. Aber, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Diese Ungeduld, die man dann hat beim Modellbau, hat man Geduld. Und alles andere, was dann darum zusammenhängt mit den Lieferungen bekommen und so, da hat man dann eine Ungeduld. Oder manchmal ist man auch ungeduldig. Das merke ich ja auch zwischendurch bei euren Kommentaren, ist man ungeduldig. Wann kommt das nächste Video von irgendjemandem, der Partwerk macht? Ne? Da schließe ich mich natürlich mit ein. Ja, das ist die Geschichte der Eleanor. Wie gesagt, ich hätte es gerne gesehen. Und das wäre nämlich ein schönes Bild geworden, die Eleanor fertig zu haben. Weil, habt ihr vielleicht schon gesehen, dass ich letztens bei Facebook mal ein Bild gemacht habe mit den Modellen von XO Collections. Mit dem Peugeot und mit dem Volvo. Und jetzt wollte ich dann eigentlich mal bald ein Video, ein Bild, Bilder so schön machen, so von der Straße, auf der Asphaltstraße, mit Filmmodellen. Und da wäre der Dodge Charger, der fertig ist. Hier, Eagle Moss hat dann tatsächlich doch ein Modell fertig bekommen. Das steht da unten, ne, der DeLorean. Ne, da unten ist er. Ja, also es ist ja nicht so, dass sie es nicht fertig gebracht haben, das Modelle fertig zu bekommen. Und ich sag mal so, ganz vielen geht es mit der Eleanor so. Noch mehr Leuten geht es so mit dem Ecto One. Ja, das wäre das vierte Filmmodell, also Automodelle aus Film. Der fünfte ist ja auch in Arbeit, Kit. Ja, also das wäre irgendwann mal ein richtig hammergeiles Bild geworden. Ne? Also von daher, so, aber wie gesagt, was Eagle Moss angeht, mit dem Ecto One, mit der Eleanor und auch mit E, Enterprise und E, Eagle Moss. Vielleicht sollte man anfangen, nichts mehr mit E zu machen. Vielleicht beim DeLorean hat es ja geklappt. Also, nochmal. Hallo Eagle Moss, kannst du uns sehen, kannst du uns hören? Gib den Ruck, erzähl uns, wie es weitergeht und sag uns, dass es weitergeht. Wir warten auch gerne 2 Monate, 3 Monate, 4 Monate, aber dann sollten wir unsere Sachen bekommen, dass wir unsere Modelle fertig bekommen. Wenn ich dran denke, viele, die Enterprise bauen, die schimpfen ja so, also viel, es gibt einige, die schimpfen ja sowieso schon, wie das Ganze zusammengebaut wird und wie weit die erst sind. Oder ne, wenn ich dran denke, wie weit mein Ecto One ist. Ich hatte jetzt so gedacht, wow, machst du jetzt die Eleanor fertig und dann rufst du nochmal an und machst nochmal einen neuen Schnitt, neuen Start. Also nicht von ganz von vorne, aber dass ich mit dem Ecto weitermach, weil ich habe ja auch noch die Actionfiguren, die da ja hervorragend passen, die da dann drinnen gesessen hätten. Also es gab einen neuen Ghostbuster-Film und die kriegen das. Ich verstehe das alles nicht. Ich kapiere das nicht, warum das alles nicht geht. Ich sag mal so, da ist wirklich eine ganze Menge Geld, die man machen kann. Ja? Wir alle haben von uns schon mal irgendjemand, also fast alle haben bestimmt schon mal Höhle der Löwen gesehen. Auf Fox, ne? Nicht mal im RTL, ne? Auf Fox. Wie denn da gezeigt wird, was die für eine Margen da drin haben. Und das wird ja bei den Modellbauherstellern nicht anders sein. Ja, Lizenzen, wissen wir alles, haben wir alles mitbekommen. Geld verdienen sollen sie ja auch, aber sie sollen uns unsere Modelle liefern. Also, nochmal zum Ende hin. Jetzt frage ich mich, was Tobi
ihr kennt Tobi, ne? Tobis Modellbau, der mit Patrick bei Patwerk Modellbau, die beiden, man kann sie schon Zwillinge nennen. Ich grüße euch. Mit seinen unverkennbaren, ich kann es nicht nachmachen, Eleanor, ne? Sein Eleanor-Schrei. Und mal sehen, ob er auch noch mal was dazu sagt. Das muss doch bei Eagle Moss ankommen, wie viel, mit was für einer Inbrunst, mit was für einer Hingabe wir diese Modelle bauen. Oh, ich habe gerade Herzschmerzen. So, liebe Leute, hiermit, ja, ich weiß nicht, fordere ich euch auf, das ist natürlich auch doof. Ich möchte euch animieren, mitzumachen. Schreibt bei Facebook in Messenger. Schreibt die an. Wir wollen unsere Modelle weiterbauen. Schreibt die per E-Mail an. Vielleicht, ich weiß nicht, gibt es da auch in England einen Insolvenzverwalter? Die sehen das ja dann. Die sollen ja auch die Kohle haben für die Teile. Die sollen ja auch das Geld bekommen. Aber wir wollen unsere Teile haben, damit wir unsere Modelle fertig bekommen. Ja, soll ich jetzt auch sagen, vielen, vielen Dank, danke, dass ihr wieder dabei gewesen seid, dass ihr meinen Schmerz mitteilt. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wer von euch welches Modell baut. Ich hatte ja auch mal mit der Enterprise gestartet. Das wären ja dann 3 gewesen. Du sind's ja, soll ich sagen, Gott sei Dank 2. Nein, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich wäre froh, wenn es wieder weitergehen würde und wenn wir das Modell fertig bekommen. Und eins ist ja aber mal Fakt. Eins ist jetzt mal Oberfakt. Egal was Eagle Moss macht, egal wie was die machen, da kauft doch keiner mehr ein Modell. Oder? Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Schaut gerne wieder rein, bleibt weiterhin neugierig, passt auf euch auf. Ganz wichtig natürlich, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal weiter in.